Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt heute auch an einem Samstag mal ein Video für alle, die gerne meine Videos sehen. Es wird heute wieder mal ein Einkaufshaul. Ich war bei Action und bei Teddy und ich habe eine kleine Gewinnerpost von der lieben Melissa bekommen. Und zwar habe ich da noch nie etwas gewonnen gehabt. Also sie hat oft Verlosungen von ATCs gemacht und ich habe nichts gewonnen. Und dann habe ich gleich zweimal hintereinander eine ATC gewonnen, was mich wirklich richtig gefreut hat. Und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Ich verlinke euch auch den Kanal von der Melissa unten in der Infobox, weil die macht auch wirklich ganz tolle Sachen. Schaut auch mal bei ihr vorbei. Also, ich habe euch ja auch erzählt, dass meine Tochter dieses Jahr 18 wird. Und da habe ich ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch diese Zahlen schon gezeigt habe, aber ich zeige es euch jetzt einfach nochmal. Und zwar für einen Geburtstagskuchen habe ich Geburtstagskerzen. Dann habe ich, also hätte ich gerne in einem Rosé Gold gehabt, aber die gab es leider nicht. Also habe ich es in Silber genommen. Silber mag sie auch ganz gern. Dann habe ich Luftballons besorgt. Freue ich mich auch riesig, dass ich die 8 bekommen habe, weil es war wirklich ein Riesenproblem, dieses Jahr eine 8 zu bekommen. Und nachdem ich ihr 18 Geschenke machen möchte zum 18. Geburtstag, ich habe das schon mal erwähnt, meine Pflegemama hat das damals bei mir auch gemacht und ich fand das so eine süße Geste, habe ich natürlich bei meinem Sohnemann gemacht und meine Tochter kriegt das jetzt auch. Und ja, wie schon erwähnt, sie mag gerne Roségold und sie hat von den, ich habe jetzt da gerade Goodies drinnen, von den Stiftehaltern hat sie nämlich auch welche und da habe ich gedacht, ich bringe ihr noch so einen mit. Weil für Stifte kann man ja nicht genug haben oder auch für Pinsel oder so, keine Ahnung. Da habe ich jetzt diesen mitgenommen. Und was ich noch gefunden habe, was ich mega süß fand, ist diese Krone. Ich fand die so, so süß, auch in dem Roségold. Und wie gesagt, sie liebt ja Roségold und ich fand das richtig cool. Also, falls jemand von euch auch eine Tochter hat, die 18 wird, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die bekommt, weil ich fand die so süß. Also, wie gesagt, die ist mir ins Auge geschossen und dann habe ich gesagt, okay, du gehst sofort mit. ja, mal schauen, was sie sagt. Also, ich glaube, sie wird sich auf jeden Fall freuen. Dann habe ich von diesen Fotoecken noch welche bekommen. Und zwar diesmal in so einer Art Vintage. Gold wollte ich jetzt nicht. Ist nicht so meins. Ich habe jetzt da eher so Vintage genommen. Und was ich euch letztes Mal nicht gezeigt habe, die sind wirklich so erhöht. Also das sind richtige Ecken, die man auf die Fotos hier so draufschieben kann. Das habe ich letztes Mal nicht dazu gesagt. Für alle, die vielleicht noch keine Ahnung haben, was das sein könnte. Gerade für Alben, wenn man bastelt. Mir ist auch dazu geschrieben worden, dass man vielleicht die noch ein bisschen verbiegen muss. Gerade wenn man vielleicht Graupappe oder so nimmt, kann es passieren, dass es ein bisschen zu dick ist. Und dann muss man sich halt so ein bisschen festbiegen. Aber wie schon erwähnt, 1,55 habe ich letztes Mal schon gesagt für 8 Stück. Also finde ich mega und ja, reicht auf jeden Fall für 2 Alben. Und deswegen durfte das mit. Dann war ich halt, ich bin immer noch bei Teddy. Da habe ich diese Textmarker bekommen. Sind die nicht niedlich? Ich habe in einem Video mal gesehen von der lieben Heike. Von Heikely Craft, falls du dieses Video siehst, Grüße gehen raus an dich. Die hat letztes Mal Textmarker in Lippenstiftform gefunden bei Teddy und die fand ich auch richtig cool und die wollte ich eigentlich, aber ich finde diese Goodies fast noch einen Ticken genialer. Eine kleine Schachtel dazu basteln, vielleicht so eine Lippenstiftbox, da müsste eigentlich reinpassen. Ich habe hier noch einen Lippenstift. Komm her. Genau. Ja, genau, so eine Lippenstiftbox. Da passt der rein. Wie gesagt, für eine kleine Ü-Post oder so. Mega genial. Durfte gleich zweimal mit. Weil, wie gesagt, ich finde die Idee einfach süß. Die habe ich nämlich von der Heike auch, die Idee. Und dann habe ich für unser Auto nochmal so Tücher mitgenommen. Weil letztens hat ein Vogel seine Hinterlassenschaften auf unserem Auto gelassen. Und das stört mich. Und das ist genau hier, wo der Scheibenwischer nicht wischt. Und jetzt habe ich diese mitgenommen. Die sind fürs Autoglas. Und ja. Für schnell drüber wischen. Ansonsten wische ich ja die Autos immer mit der Hand. Dann habe ich noch was Neues gefunden. Und zwar diese Blumen. Die fand ich ja mal richtig süß. Die sind aus Papier, glaube ich. Das sind 39 Stück drinnen. Ja, steht ja auch drauf. Paper Flowers.
Und in der Mitte ist so ein kleines Glitzersteinchen. Ja, hier ist das Glitzersteinchen schon abgegangen. Aber wie gesagt, ich fand es richtig nett. Könnte man auch auf so eine Schüttelkarte, wo noch ein bisschen leer ist, einfach so Blümchen drauf machen. Deswegen durften die zweimal mit. Also sind in zwei verschiedenen Tönen. Ich glaube, es gab noch mehr. Aber ich habe schon mal erwähnt, ich will gar nicht mehr so viel kaufen. Und deswegen durften die anderen Sachen dort bleiben. Auch bei Teddy gab es ein paar Aufkleber, die mir gefallen hätten. Und auch Schablonen. Aber die habe ich alle da gelassen, weil ich habe genug. Dann durften diese Oreo noch mal mit. Die nehme ich ja öfters mit. Die sind richtig lecker. Schmecken mir persönlich sogar besser als die dunklen. Und ich habe zu guter Letzt nochmal zwei von diesen Blöcken mitgenommen. Das habe ich euch ja auch schon oft gesagt, dass ich da die Blätter sehr gerne hernehme. Meistens die dickeren. Als Kartenaufleger nehme ich die dünneren her. Die klebe ich aber dann mit doppelseitigem Klebeband. Da durften, wie gesagt, die zwei mit. Die haben jetzt gekostet knapp 2 Euro. Lustigerweise bei Teddy kosten es 5 Euro. Finde ich schon erst sehr interessant. Aber ja. Und hier haben wir die zwei ATCs. Genau. Das war einmal diese. Da habe ich hier sogar als Ü-Post mal so ATC-Coins von meinem Plotter ausschneiden lassen. Und genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Stempel, den ich habe. Ich muss da auch auf jeden Fall auch mal ein bisschen was. Moment, ich schau mal, ob ich den Stempel finde. Wo ist er? Genau. Das ist der. Nee, das ist sogar ein anderer. Vielleicht hat es auch selber gemacht. Genau, einmal der hier, wie gesagt. Und dieser hat es im letzten Video gezeigt. Finde ich auch richtig schön geworden. Und das war jetzt ein kleines Video zum Wochenende. Mal eine kleine Überraschung für euch. Wie gesagt, ich schreibe es ja oben in den Titel schon rein, dass es ein Einkaufshaul ist. Und ja. Ansonsten wünsche ich allen anderen jetzt, die dieses gestrige Video vielleicht auch noch nicht gesehen haben, einen schönen Rest Samstag, ein schönes Wochenende und bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.